Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von einem GTA 4 Video. Ja, ganz schön deutsch. Also ich möchte euch heute mal erklären, was das mit den Schulbussen auf sich hat, die in GTA 4 herumstehen, aber auch in anderen GTA-Teilen zu finden sind und nicht zu fahren sind. Oft sieht man sie so an Schrottplätzen oder in GTA San Andreas ist es so irgendwie in einem, unter irgendeinem Dach, keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen die auch in GTA 3. Und das hat ja alles eine Bedeutung, die wurden ja damals eben von irgendwem erstellt, aber wurden dann hier so hingestellt. So, warum die hier stehen und nicht gefahren werden, hat alles einen Grund. Wir kennen doch alle noch sicher den 11. September 2001 mit dem World Trade Center. Und zwar ist damals GTA 3 rausgekommen gerade erstmal. Naja, das kam ja ein Jahr später raus, also 2002, denke ich mal. Und in GTA 3 gab es wirklich, wirklich, wirklich sehr viele Sachen in der Beta, die dann aber gecuttet wurden. Darunter auch die Schulbusse. Und die Schulbusse waren eben dafür da, um angeblich Kinder in die Schule zu bringen. Es gab ja auch eine Mission damals in GTA 3, wo man einen vollbesetzten Schulbus mit Kindern hochsprengen sollte, also eine Mission, wurde natürlich sofort rausgenommen nach dem 11. September. Und eine Schule gab es damals auch in GTA 3, aber die Texturen wurden geändert, dass sie nicht mehr wie eine Schule aussieht. Also das Gebäude ist jetzt so eine Halle und die Kinder und der Schulbus, die wurden beide entfernt. So, ich habe hier jetzt zwei Videos. Einmal mit der Beta-Version, das ist ein Mod für GTA 3, und einmal mit der originalen GTA 3-Version. Da seht ihr einfach den Unterschied, wie damals GTA 3 ausgesehen hat, vor dem 11. September und nach dem 11. September. So, wir gehen hier jetzt mit der Beta-Version durch den Hof. Man sieht schon deutlich, dass das ja einem Schulhof ähnelt mit so einem Basketballkorb und ja, diese Wege, die da hinten auch noch sind. Eher, wo man herumgehen kann. Also es sieht schon wirklich wie eine Schule aus und es wurde halt eben wirklich geändert, wie man sieht, weil das hier sind jetzt noch die Beta-Texturen, die ihr jetzt hier in diesem Video seht. Auch mit dem Schulbus, der rausgenommen worden ist, der für den Mod wieder aufbereitet worden ist. Ist jetzt zwar nicht 1:1 wirklich der gleiche wie damals in der Beta, aber erst fast der gleiche. Also zu 95% sieht der jetzt gleich aus. So, jetzt wisst ihr mal, woher die Busse eigentlich kommen, die in den ganzen GTA-Teilen eigentlich nur blöd herumstehen und nicht gefahren werden. So, jetzt zum nächsten Thema. Spielplätze in GTA 4. Also ich kann mich nur an GTA 4 erinnern, dass es in GTA 4 Spielplätze gab. Ich weiß nicht, ob es in GTA San Andreas auch welche gab. Auf jeden Fall in GTA 4 überall verstreut, wo man nur sehen kann. Aber was wirklich auffällt, ist, dass die Spielplätze mit Absicht runtergekommen sind. Das so viel darstellen sollte, dass es keine Kinder mehr in Liberty City gibt. Also, dass es überhaupt keine Kinder gibt. Also, das will Rockstar Games damit einfach symbolisieren, dass es in ganz Liberty City wirklich keine Kinder gibt, weil der Spielplatz wirklich so heruntergekommen ist, oder beziehungsweise jeder Spielplatz in Liberty City heruntergekommen ist. So, und hier noch etwas, was vielleicht schon ein paar andere kennen, an diesem Ort, der, Kinderwagen. Den gibt es in ganz GTA, glaube ich, nur einmal an dieser einen Stelle. Der steht da einfach nur rum und macht gar nichts. Und backt ein bisschen den Boden fest. Und naja, die Physik von dem ist jetzt auch nicht mal so überzeugend, wenn man den mal anschubsen würde. Ja, was es mit dem auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Der steht hier einfach nur rum und Rockstar Games hat es einfach nur mal so zum Spaß einen Kinderwagen reingemacht. Und da es ja keine Kinder gibt, ist es unnötig, einen Kinderwagen ins Spiel zu haben. Also einfach nur just for fun reingepackt. Und jetzt noch zum Thema, warum man in GTA 4 keine Flugzeuge fliegen kann. Ja, wie schon gesagt, 11. September noch immer.
Auch in GTA 4 haben sie wirklich darauf geachtet, dass man kein einziges Flugzeug fliegen kann, was eigentlich sehr schade ist. Aber wie wir schon in GTA 5 Trailer gesehen haben, bekommen wir das endlich wieder zurück, wie in GTA San Andreas. Und ich denke mal, kommt wieder mal ein GTA in Liberty City raus mit New York. Dann wird es vielleicht auch wieder mal Flieger geben. Man kann es nur hoffen.